Bonjour, liebe Kinorinnenbesucherinnen und Kinobesucher. Ich sende Ihnen viele Grüße heute aus dem Europäischen Parlament in den Moritzhof nach Magdeburg. Schön, dass Sie sich heute dazu entschieden haben, an der Filmreihe der Friedrich-Ebert-Stiftung im Rahmen des Europäischen Jahres der Entwicklungszusammenarbeit teilzunehmen. In diesem Monat handelt es sich um das aktuelle Thema nachhaltiges, grünes Wachstum und menschenwürdige Arbeitsplätze und Unternehmen. Der Dokumentarfilm Weniger ist mehr, die Grenze des Wachstums und das bessere Leben von Karin de Miguel Wesseldorf fragt, was bedeutet Wohlstand? Welche Auswirkungen hat die moderne Konsumgesellschaft auf die begrenzten Ressourcen unseres Planeten? Aber auch, wie kann ich ändern, damit mein Leben zukunftsfähig wird? Oder ist unsere momentane Lebensweise zukunftsorientiert und nachhaltig? Um dies zu beantworten, begibt sich die Autorin auf eine Reise durch Europa und findet erstaunliche Antworten. Es liegt in unserer Verantwortung, einen Weg zu finden, mit den Folgen unserer Handlung umzugehen. Ich wünsche Ihnen ein inspirierendes und kurzweiliges Filmereignis und eine anregende Diskussion im Anschluss mit der anwesenden Filmemacherin. Herzlichen Dank, dass Sie es ermöglichen können, mitzumachen, und Ihnen einen guten gemeinsamen Abend. Tschüss!